Auch nicht schon wieder Krähen. Wieso gibt es hier jetzt eigentlich so viel blaues Kraut? Das finde ich nicht gut. Das deutet so auf einen neuen Gegnertyp hin. Und ich weiß auch schon, was für einen. Und ich will nicht gegen diese Gegner kämpfen. So, kannst du mal bitte? Ah, komm, den Schuss hättest du noch abgeben können. So. Mit dem automatischen Zielen geht das ganz gut. Ach, nee. Und du noch? So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ja, wir haben bloß noch 3 Schuss drin. So, ist noch einer da? Nee, ich glaube, wir haben es geschafft. Gut, wir sind sogar noch im grünen Bereich. Haben wir noch ein Kraut? Ja, haben wir. Dann lassen wir das hier stehen. Schön. Das lief gut. Relativ. So, wir schauen uns mal um. Hier fehlt eine Batterie, sehen wir. Okay, das heißt, der Fahrstuhl wird nicht gehen. Ja. Irgendwo muss ja eine Stromquelle sein. Na, da schauen wir ja mal. Gut, wir sind jetzt in der Kammer. Wir sind, warte mal. Da gibt es noch eine Tür. Sehe ich gerade. Lass mal hier gerade ausgehen. Geht nicht. Warte mal kurz. Ah, nee, wir müssen hier lang und jetzt uns links halten. Die Richtung so, ne? Ja, genau. Dann gehen wir doch erstmal da lang. Schauen wir mal, ob wir da nicht vielleicht ein bisschen erfolgreicher sind. So, auf jeden Fall mal wieder auf die Pumpgun zurückgewechselt. Die Beretta ist eigentlich nur noch fürs Rabenklatschen gut. So, ich nehme mal das hier mit. Das rote, das ziemlich gelb aussieht, Kraut. So, kombinieren wir die zweimal. Gut. Oh nein! Wirklich? Okay, aber zumindest halten die nichts aus. Das ist ja schon mal was. Ich befürchte aber mal, dass die uns vergiften können. Hat die Beretta noch ihren Sinn? Das ist schön. Ihre Daseinsberechtigung. So. Noch eine? Okay. So, die lasse ich nicht am Leben, die Viecher. Die sind bestimmt ein bisschen garstig. Vielleicht sind sie auch sauer, weil wir ihre große Tante ein bisschen angetitscht haben. Ich weiß es nicht. So, hier ist ansonsten auch kein Weg, der abzweigt, ne? Nee. Gut. Rein hier und mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Mal wieder eine hübsche Nahaufnahme von Jill. Die sieht noch aus wie ein erschossenes Reh, habe ich immer das Gefühl. Mit den riesen Augen, ne? Die ist noch total jung hier. Wenn man sie sich, wenn man dann dran denkt, wie sie in den späteren Teilen aussieht. Wow! Übelste Krautplantage, meine Güte. Ja, wenn die Zunge langsamer ist als die Gedanken. Ein Pflanzenschutzspray scheint leer zu sein. Aha. Nochmal kurz geschaut. Hier links ist eine Tür, die ist zu. Verschlossen, auf dem Tierschild steht 001. Gut, schauen wir erstmal hier nach. Ich bin gespannt. Oh, ein Safe-Raum. Dankeschön. Dann bedienen wir uns ja erstmal fröhlich. Auf den Regalen liegen Eimer und ein Seil. Das Seil sieht frisch geschnitten aus. Aha. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Und dann... Warte mal. Ist auch mit Inventarbox, okay. Fragt sich nur, wo die ist. Ach, hier, in der Ecke. Und mit Treibstoffkanister, alles klar. Gut, die Kurbel schmeißen wir erstmal wieder rein. Auch das rot-grüne Kraut schmeiße ich wieder rein. Dafür nehme ich mal ein normales grünes mit. Hier unten ist bloß der erste Hilfespray, okay. Ich müsste mal ein bisschen mehr Ordnung schaffen hier, aber ich habe irgendwie auch kein Bedürfnis gerade so wirklich, muss ich zugeben. Na gut, komm, was soll's. Machen wir das mal so. Und so. Und so.
So, da haben wir zumindest schon mal die ersten Hilfesprays beisammen. Tauschen das ja nochmal. Ne, warte mal. So. Einmal so. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen umständlich. So, jetzt ist aber zumindest schon mal das ganze Heilzeug hier unten. Dann kommt die Muni. Ja gut, ein bisschen durcheinander ist es trotzdem. Was soll's. Ist egal, ist egal. Wir nehmen noch die Farbbänder mit. Kombinieren mal kurz. Nein. Kombinieren. So, und dann speichern wir mal. Jetzt haben wir ja doch ein bisschen was geschafft. Da ist das vielleicht nicht ganz schlecht. Gut, einmal den Abstellraum überspeichert. Abstellraum in der Residenz. Okay. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wo wir jetzt sind. Also ich kann mich so ein bisschen dran erinnern an das Gebiet aus dem Originalteil, aber wie das hier ist, weiß ich natürlich nicht. So, nur noch mal kurz geschaut. Okay. Hätte ja sein können, dass da eine Pflanze versteckt ist oder sowas. Aber dann gehen wir mal wieder und erkunden mal den Rest dieses Gebiets hier. So, noch mal kurz geschaut. Geradeaus ist eine Tür und rechts rum ist eine Tür. Schauen erstmal rechts rum, falls hier irgendwelche Gegner sind. Boah, was? Alter! Was zur Hölle? Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Alter Schwede. Wie sieht's denn um mich aus? Orange. Gut, dann lade ich nochmal. Ganz ehrlich. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Aber es wäre jetzt totale Verschwendung, wenn ich das jetzt so nehmen würde. Und da ich gerade gespeichert habe, ich glaube, das ist auch so gedacht. Ich glaube, das ist so gedacht, dass man da völlig unbedarft reintritt in diese Falle. Aber, naja gut, an Angst stirbt man nicht, aber... So, hatte ich gespeichert, nachdem ich das alles weggeräumt habe, gut. Nochmal kurz die Farbbänder um die Ecke gebracht. So, da ist auch klar, wofür diese Kiste ist, die dort stand. Das habe ich vergessen. Also ich kann mich daran erinnern, dass es das im Originalspiel auch gab, aber ich habe es echt vergessen, komplett vergessen. So. Das Ding kommt ja immer erst, wenn wir über das Loch drüber marschiert sind. Und deshalb machen wir das Loch zu, bevor wir drüber marschieren. Die Frage ist, wo ist denn das Loch jetzt gerade? Ne, lass mal kurz. Das war richtig im Durchgang, oder? Ich bin mir unsicher gerade. Wir schieben es mal so rüber. Dreh mal bitte die Perspektive ein bisschen. Ja. Das Loch ist direkt im Durchgang, das heißt, nein, du musst mal kurz hier rüber gehen. Das heißt, wir müssen danach über die Kisten drüber steigen, sozusagen. Na gut, warum nicht? So, das funktioniert auch wunderbar. Das ist schön. Gut, nochmal kurz auf die Karte. Achso, die ist ja noch nicht vollständig. Das zeigt ja nur an, was wir jetzt schon entdeckt haben. Schade eigentlich. Müssen wir uns mal erkundigen, wo es denn hier eine Karte geben könnte für uns. Was? Ich habe doch gerade was gehört. Na gut. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Diese Stille hier. Ist das Fenster offen? Sagt sie mir nicht. Okay. Haben wir hier was? Zeitungen liegen verstreut. Sie scheinen alle Artikel über Stars zu enthalten. So. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Dass zufälligerweise Zeitungsartikel über unsere Einheit hier liegen? Oh, bitte nicht dieses Geräusch. So, mal kurz auf die Karte geschaut. Die Tür ist zu, okay. Auf dem Türschild steht Galerie. Na dann. Da hinten hängt schon wieder eine Nachricht. Aber dieses Geräusch gefällt mir nicht. Hier ist die 002. No, that wasn't part of our deal. Oh. But it's not necessary to destroy stars. What about my family? I'm guaranteed they're safe. If I play my cards right.
Okay. Wir haben gehört, das war Barry und jemand anders. Und ich würde denken, von der Stimme her könnte das Wesker gewesen sein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Wesker ist. Also ich meine, ich weiß ja, wie es um Wesker steht, weil ich das Originalspiel schon gespielt habe. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt Wesker war. Der war jetzt auch nicht untertitelt. Ich habe den ersten Teil auch nicht verstanden. Danach hat er gesagt, I can guarantee you they are safe. Also es klingt so, als ob Barry... Also ich weiß ja, dass es so ist. Barry wird erpresst. Und seine Familie wird halt, ist halt das Pfand, was mache ich ja eigentlich, ist halt das Pfand, das eingelöst wurde sozusagen. Und die Familie will er beschützen. Da ist eine Karte der Residenz, sehr gut. Danach habe ich doch gesucht. Oh, ist ja noch einiges zu erkunden hier. Mensch, ist ja Wahnsinn. Okay, also Barry wird erpresst und ist deshalb in diese seltsamen Machenschaften verstrickt und irgendwie scheint es so zu sein, als ob Stars vernichtet werden soll, oder? Da ist ein Loch in der Wand. Sie sehen einen großen Bienenstock. Nein! 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 Lasst mich! Warum habe ich das angeguckt? Warum? Lasst mich! Warum nur? Warum bin ich so neugierig? Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm all right. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. Ja, kümmere dich bitte mal um die Bienen draußen, das wäre nett. Okay, also Barry verheimlicht es halt natürlicherweise für uns, weil wir da nicht mit reingezogen werden sollen. Bericht zu Pflanze 42. 4 Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze an Punkt 42 wächst noch immer erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend geändert. Der derzeitige Zustand erlaubt überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nichts auf Erden kommt ihm gleich. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 2 Quellen zur Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Eine Quelle sind die Wurzeln. Anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Seither steht der Keller unter Wasser. Es ist unwahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir konnten diese Chemikalie bislang jedoch nicht isolieren. Warte mal. Es ist wahrscheinlich, Entschuldigung, nicht unwahrscheinlich. Okay. Ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42 wurde an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingen ragen aus der Zwiebel hervor. Das war das, was uns angegriffen hat, wahrscheinlich. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zur Nährstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es in ihren Schlingen, anschließend entziehen Sauger an den Schlingen dem Blut, dem Opfer Blut. Meine Güte, was ist denn los? Dem Opfer sein Blut. Die Pflanze zeigt auch Intelligenz. Beim Fangen von Opfern oder im Ruhezustand winden die Schlingen sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge fernzuhalten. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanze 42 zum Opfer gefallen. Berichte der Überlebenden weisen alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen blütenblattartigen Klappen sich öffnen und das Innere freilegen, wird die Pflanze deutlich aggressiver. Ein Zeuge hatte den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. 21. Mai 98, Henry Sutton. Gut, die Pflanze hatte also noch 2 Monate länger zum Wachsen, das ist aber schön. Ich möchte ihr unbedingt begegnen. Alte Zeitungen und Zeitschriften liegen auf dem Bett. Anscheinend hat jemand auf einige der Zeitungen Blut gespuckt. Ja, warum nicht? Kann man machen. Hier gibt es nichts Besonderes. Aber diese Schränke sehen doch so aus, als ob man sie beiseite schieben könnte, oder? Na gut. Das macht nicht viel Sinn. Da wollte ich nicht hin, ich wollte hier schauen. Da scheint auch ein Durchgang zu sein. Die Frage ist nur,
Wie machen wir das? Also hier wäre ich jetzt nicht reingekommen, um es wegzuschieben, glaube ich, oder? Oh, okay. Alles klar. Dann machen wir es so. Wir schieben das in die Lücke und den dann wahrscheinlich nach rechts. Ja, da haben wir eine Leiter freigelegt. Das ist schön. Hey, wohnt hier Crocodile Dundee? Hier gibt's nichts Besonderes. Natürlich liegt Crocodile Dundees Hut rum. Sag mal, musst du doch sehen. Okay, ich will noch mal kurz schauen. Wir sind jetzt da drinnen. Hier gibt's nebenan noch eine Tür. Die habe ich noch nicht probiert. Kann das sein? Warte mal. Mensch, ich drücke immer die falsche Taste. Das gibt's gar nicht. Mal kurz hier lang. Hier drüben ist doch noch irgendwie ein Bad oder sowas, ne? Schauen wir erstmal kurz da rein. Das ist ja bloß ein kleiner Raum. Und dann haben wir eigentlich noch ein riesiges Abteil, das wir noch gar nicht untersucht haben. Was ist das für ein Geräusch? Ich finde das nicht gut. Na gut, wir nehmen mal den Schlüssel und... Hat gerade was die Tür bewegt? Nee, okay. Ich dachte schon. Dann frage ich gar nicht weiter nach. Oh, wirklich? Oh, komm schon. Ich hab doch gedrückt. Du kannst mir doch nicht erzählen. Gut. Ich lasse ihn mal hier drin. Soll er hier drin bleiben, ist mir egal. Ich muss hier hin sowieso nicht mehr zurück. Ich nehme mal an, das wird dann derjenige sein, der hier Blut gespuckt hat. Ach, Mann. Jetzt ist ja auch Musik drin. Fing der Kittel hier vorher auch schon? Dieses Hemd ist blutgetränkt, ja. So. Gut, haben wir jetzt also den Kollegen dort. Wir gehen ja eh nicht mehr dorthin zurück. Ist natürlich ärgerlich, dass ich jetzt den einen Elektroschocker verschwendet habe. Wir haben noch die ganze eine Ecke dort überhaupt nicht betrachtet, ne? Aber ich lasse sie erstmal so, wie sie ist. Ich würde sagen, wir schauen erstmal kurz hier unten nach. Da wird es wahrscheinlich in den Keller gehen, das heißt, da ist ein überfluteter Bereich. Da kommen wir wahrscheinlich sowieso nicht allzu weit, nehme ich mal an. Da müssen wir bestimmt erst... Okay. Da müssen wir bestimmt erst irgendwas für machen. Und an überflutete Bereiche erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht so gern. Aber das werden wir noch sehen. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Wofür ist die Kiste, ist die Frage. Gibt's hier mal wieder ein Loch? Oder wie sieht das aus? Hier gibt's viele Kisten, stelle ich fest. So, ich schieb die mal zur Seite. Vielleicht hat ja jemand was drunter versteckt. Kann ja sein. Nee, okay. Ah, alles klar. Damit hat sich schon geklärt, wofür die Kisten sind. Wir müssen uns eine Brücke bauen. So ein Glück, dass die Dinger schwimmen, ne? Da wäre ich mir nämlich nicht so sicher gewesen, ehrlich gesagt. Oh, habe ich die ganz an die Wand geschoben? Die steht doch gar nicht ganz an der Wand. Du bist doch wohl da hinten. Ach, Jill. Gut, dann müssen wir nochmal kurz raus und wieder reingehen. Das ist ärgerlich. Ja, steig nochmal kurz hinauf. Die stand doch gar nicht ganz an der Wand, Mensch. Ich habe sie doch extra vorher stehen lassen. Na gut, wieder runter. Dann sollte der Hausmeister sie wieder zurückgestellt haben. Schauen wir mal. Aber interessante Musik hier. So ungewöhnlich, sage ich mal, für Resident Evil Verhältnisse. So, die andere Kiste scheint glücklicherweise noch im Wasser geblieben zu sein. Da hat der Hausmeister wahrscheinlich dann doch keinen Bock gehabt, die wieder rauszuholen. Kann ich verstehen. Wollte sich wahrscheinlich nicht die Füße nass machen. So. Ist halt doch ein Stück weiter. Oh, zwei Kisten reichen schon. Das ist ja... Oder? Reichen die? Nee, wir brauchen noch die dritte. Okay. Ach, das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Bis wir die auch noch da haben. Aber gut, zum Glück bleibt das ja dann. Das heißt, wir müssen den Spaß nur einmal machen und danach ist die Brücke dann da. Mal schauen, wie oft wir die überhaupt benutzen müssen. Ich glaube, es wird nicht so oft sein, ehrlich gesagt. Es sei denn natürlich, hier unten schließt sich jetzt ein tierischer Bunkerkomplex an. Kann schon sein. Muss übrigens auch mal an der Stelle bemerken, das sieht nicht mehr nach altem Herrenhaus aus hier, ne? Das sieht wirklich aus wie eine Bunkeranlage.
Und das passt natürlich nicht so ganz zum restlichen Aussehen des Spencer-Anwesens. Oder auch dieses... ich weiß gar nicht, wie hieß es denn jetzt? Doch, Anwesen hieß das auch, ne? Nee, nicht Anwesen. Ach, ich weiß es nicht. Aquaring? Residenz. Diese Residenz hier, die war ja auch eigentlich so eher altertümlich vom Stil her. So, grünes Kraut habe ich noch. Das brauche ich also nicht. Und hier geht's ins Wasser. Das sieht aber schon geil aus, muss ich sagen. Also für Resident Evil Verhältnisse haben sie es schon schick gemacht. Oh ja, das sieht cool aus. Ich mag gute Wassereffekte ja sowieso gern. Oh nein. Ist er es schon? Oh fuck. Im Original ist er noch eingesperrt. Geh weg. Oh, das sind mehrere. Was? Ernsthaft? Ich hoffe, die sterben auch. Oh, das war gemein. Ja, die sterben auch. Sehr gut. Noch einer. Wirklich. Ich verballer hier Massen an Munition in die Viecher. Oh, shit. Aber ich glaube, wir können denen schlecht ausweichen. So, ich glaube, ich bleibe einfach mal hier und warte, bis er wiederkommt. So, ich glaube, heute gibt es Fisch zum Nachmittag. Was ist mit dem jetzt? Na gut, da gehe ich mal. Was jetzt? Oh, was? Was war das denn? Na, das ist ja ein Traum hier. Oh, shit. Nicht doch. Bleiben Sie mal schön, wo Sie sind. Im Original ist das ein Hai. Oh, scheiße. Warum bin ich hier hingegangen? Warum bin ich nicht geblieben, wo auch immer ich vorher war? Und zumindest hat die Musik aufgehört. Oh Gott. Was ist das denn? Nein, wirklich. Auf der Tür steht das Wort Hochspannungsraum. Das ist ja ein Traum. Das ist ja ein echter Traum. Hier ist zu. Aber es gibt noch eine Tür nebenan, okay. Die habe ich gerade nicht gesehen. Ah, hier, okay. Und dann geht auch die Musik sofort wieder los, wenn man dort hinkommt. Das ist sehr schön. So, hat denn hier jemand... Oh, fuck. Was? Das ist die Pflanze, oder? Ja, ich glaube, wir sollten hier momentan noch nicht sein. Der Schrank ist völlig durchnässt, es ist nichts Besonderes darin. Okay, ich bleib dann mal außerhalb. Halt! Zurück, 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 zurück! Ach, diese Steuerung. Manchmal macht die einen schon verrückt. Gut, ich glaube, wir kommen da momentan noch nicht weiter. Ich glaube, wir müssen erst die Pflanze töten, bevor wir uns dort umsehen können. So, nochmal kurz geschaut. Okay. Nur, dass ich jetzt nicht völlig blöd rumlaufe hier. Aber die Musik ist auch weg. Und die Haie auch, wie es scheint. Oh, Hai-Attacke. Das ist was, womit man nicht rechnet in dem Spiel, wenn man es nicht weiß. Würde ich sagen, ne? So, aber wir gehen mal kurz nach hinten schauen. Ja, hier ist noch einer, ich weiß. Aber hier ist auch gar nichts, ne. Aber der eine, der tut mir ja auch nichts. Bleiben Sie mal ruhig, mein Freund. Ganz ruhig bleiben. So, den lassen wir mal, wo er ist. Der kann von mir aus da noch weiter ein bisschen rumschwimmen. Dem müssen wir ja nichts tun. So, das nehme ich aber mal mit hier. So, immerhin, wir haben zwei Haien das Licht ausgepustet. Allerdings haben wir nur noch 17 Schuss für die Pumpgun. Das ist nicht geil. Das ist gar nicht gut. Naja, hoffen wir mal, dass wir demnächst mal wieder ein bisschen Muni kriegen. Falsche Abteilung. Hier war zu, ne? Ja. So, das heißt, hier kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Wir gehen also wieder nach oben und schauen uns mal im Rest der Residenz ein bisschen um. Ja, bitte hinauf. Ich hoffe einfach mal, der kleine Zombie-Mann
Der wartet noch eine Runde. Ja, klingt auch nicht so, als ob er jetzt hier wäre. So, und wir gehen aber hier lang und laufen, was das Zeug hält, denn ich nehme an, die Bienen, die sind immer noch da. Ja, natürlich. Natürlich, und ich glaube, es sind viele Bienen. Wow, ich werde verfolgt! Hilfe! Gut. Alles klar, wir gehen hier lang. So weit, so gut. Ich glaube, in die andere Richtung wird das ein bisschen blöder. So, da müssen wir dann vielleicht doch mal auf die Beretta zurückgreifen, wenn wir es andersrum machen wieder. Boah, nein! Oh. Schon wieder einen Schock gekriegt hier. Meine Güte, das Loch auch. Wirklich. Das Loch auch. Warum? Warum tut ihr mir das an? Ihr seid so gemein, Leute. So, was hatte ich denn jetzt für einen Schlüssel eigentlich hier? Den muss ich mir mal anschauen. 001, wunderbar, da sind wir doch gerade zufälligerweise. Dann schauen wir uns das doch mal an. So, den brauchen wir nicht mehr, also weg damit. Und rein in die Kammer. Bitte keine Spinnen, bitte keine Spinnen, bitte keine Spinnen, bitte keine Spinnen, bitte keine Spinnen.